verlässlich ihr Ziel erreichen und dabei jedes Detail berücksichtigt wird. Dann ist Transmaritim International mit dabei. Wenn auf der ganzen Welt alles, von A wie Auftragsannahme bis Z wie Zustellung, perfekt synchronisiert werden muss, um Ihre Güter pünktlich zum Bestimmungsort zu bringen. Wenn das weltweite Logistiknetz in Gang gesetzt wird und verschiedene Herausforderungen Innovationen schaffen. Wenn das momentan wichtigste Projekt immer der laufende Auftrag ist. Und wenn ein leidenschaftlicher Dienstleister seit mehr als 25 Jahren rund um die Uhr Leistungsbereitschaft zeigt. Dann ist Transmaritim International Ihr verlässlicher Partner. Erst wenn Sie und Ihre Kunden zufrieden sind, sind wir es auch. Transmaritim International. Seefracht, Luftfracht, weltweit. Herzlich willkommen, liebe Wasserballfreunde. Wir begrüßen Sie zum heutigen Topspiel der DWL Pro B zwischen der Heimmannschaft SV Ludwigsburg 08 und dem White Sharks Hannover, die aktuell den ersten Tabellenplatz belegen. Je nachdem, wie das Spiel heute ausgeht, werden die Plätze getauscht. Wenn Hannover gewinnen sollte, können sie sich mit 3 Punkten vor Ludwigsburg absetzen, da sie bereits das Heimspiel in Hannover ganz knapp mit 9:8 für sich entscheiden konnten. Sollten die Ludwigsburger den Sieg heute hier im Stadionbad behalten, könnte ein Wechsel an der Tabellenspitze erfolgen. Wir drücken hier natürlich unseren Ludwigsburgern die Daumen und hoffen, dass sie hier die 2 Punkte im Heimspiel gegen die White Sharks Hannover holen können. Sie sehen bereits auf der Kamera die Vorstellung der Teams. Für die White Sharks Hannover spielen heute mit der Nummer 1 Dominik Szymanski im Tor, mit der Nummer 2 Marvin Götz, mit der Nummer 3 Justus Gläser, mit der Nummer 4 Felix Struss, mit der Nummer 5 Philipp Kubisch, mit der Nummer 6 Philipp Dolph, mit der Nummer 7 Capuccio Pavicic, mit der Nummer 9 Felix Harstig, mit der Nummer 10 Jannik Brinkmann, mit der Nummer 11 Niklas Schipper, mit der Nummer 12 Vincent Winkler und mit der 13 Felix Andreas Benke. Die White Sharks sind heute nicht komplett besetzt, das heißt, ein Spieler fehlt. Kapitän ist Marvin Götz, Trainer ist Milan Sagat und Betreuer Jürg Deike. Die Ludwigsburger spielen in folgender Aufstellung: mit der Nummer 1 Ivan Pisk, mit der Nummer 2 Tim Kraut, mit der Nummer 3 Marvin Tran, mit der Nummer 4 Nick Prosiniklis, mit der Nummer 5 Timo van der Bosch, mit der Nummer 6 Miroslav Aleksic, mit der Nummer 7 Pavle Vukicevic, mit der Nummer 8 Antonio Tadic, mit der Nummer 9 der aktuelle Torschützenführende von Ludwigsburg, Danny Czernia, mit der Nummer 10 der Kapitän Adrian Jakovcev, mit der Nummer 11 Domagoj Mijatovic, mit der Nummer 12
Dario Labavic und mit der Nummer 13 Filip Cukić. Trainer wird Robert Bleich sein und betreut wird die Mannschaft von Ilja Rums. Schiedsrichter sind heute Erwin Homolka und Henning Schürmann. Ja, wir haben heute hier das Spitzenspiel der Pro B im Stadion Bad Ludwigsburg. Tom, du bist heute wieder an meiner Seite. Was erwartest du heute vom Spiel? Ja, wie immer meine berühmten Worte. Ich denke, es wird ein spannendes Spiel heute. Aber ich habe mit unserem Physiotherapeut Ilja Rums gerade geredet und er meinte, dass die Spieler angespannt waren. Hat er noch nicht so gekannt. Die sind auf jeden Fall nervös. Weil ich denke, beide Mannschaften wollen hier auf jeden Fall den ersten Platz machen. Und es wird heute ein ausschlaggebendes Spiel sein. Ja, was ist deine Meinung zum Spiel heute? Ja, die Meinung letztendlich haben wir im Vorbericht der Hannoveraner gehört, dass sie heute nicht komplett antreten werden, dass ein oder mehrere Führungsspieler spielen werden. Deswegen hoffe ich natürlich hier, dass die Ludwigsburger, die komplett antreten, dies ausnutzen können und den Sieg nach Hause bringen können. Und dementsprechend gehe ich von einem Sieg für Ludwigsburg aus. Wir haben heute auch bei uns Robby Kovac. Er ist unser Schiedsrichter in der DWL, das heißt, er hat jahrelang als Torwart in Ungarn, in Esslingen und mittlerweile mehrere Jahre schon hier in Ludwigsburg im Tor gespielt. Das heißt, er ist erfahren als Spieler und pfeift auch schon mehrere Jahre auf hohem Niveau. Grüß dich, Robert, und was sagst du heute zum Spiel? Zuerst herzlich willkommen und danke für die Einladung. Ich warte heute ein ganz hartes, gut gemeintes, hartes Wasserballspiel. Beide Seiten wird die erste Linie, die Disziplin entscheiden. Ich kenne den Hannoveraner so, dass sie nie auf keinen Sekunden aufgeben und sehr diszipliniert spielen. Also wenn wir Chance haben möchten, wir müssen auch so gleich die Handschuhe aufnehmen und konzentriert, diszipliniert durchspielen den ganzen Spiel. Was wird deiner Meinung nach heute der Schlüssel zum Sieg sein? Ja, wie gesagt habe, die Disziplin zuerst, die taktischen Züge und den kalten Kopf. Ich vermute, dass die Mannschaft für uns in Ludwigsburg individuelle Stärke, aber das darf nicht auf dem Mannschaftssport, Mannschaftsaufstellung auf dem Konto gehen. Wenn du von kühlem Kopf sprichst, meinst du da jetzt die, sag ich mal, vermehrten Rollen in den letzten Spielen oder wie kann ich das verstehen? Da auch eine Sache, ja, und aber bestimmt die taktischen Züge, dass, wie die Trainer dann ansagen, das schön durchziehen, durchhalten und einfach unsere Spiele, unsere Spielzüge durchzuziehen. Und dann, ich hoffe auch, eine knappe, aber richtig schöne Wasserballspiel und mit zum Schluss ein Ludwigsburger Sieg. Vielen Dank, Robert. Wir werden dich im Laufe des Spiels immer wieder mit dazu holen, gerade für Schiedsrichterentscheidungen und gewisse Expertisen. Und jetzt würde ich sagen, freuen Sie sich auf ein spannendes Spiel zwischen dem SV Ludwigsburg und den White Sharks Hannover hier im Stadion Bad Ludwigsburg. So, wir begrüßen Sie zurück nach einer kurzen Werbepause. Ja, letzte Woche hatten die Ludwigsburger ein hartes, hart umkämpftes Auswärtsspiel gegen den SC Wedding Berlin. Zwischendrin lagen sie sogar 8:3 zurück und dennoch konnten sie durch eine disziplinierte und, sag ich mal, auch spielerisch herausragende Leistung am Ende doch noch den 9:8 Sieg aus Wedding Berlin entführen. Und dementsprechend auch weiter
an den White Sharks Hannover dranbleiben. Und an diese Leistung wollen die Ludwigsburger heute anknüpfen und die zwei Punkte hier in Ludwigsburg im heimischen Stadion Bad für sich gewinnen. Und gleich wird hier der Anpfiff erfolgen. Die Hannoveraner spielen in folgender Aufstellung. Mit der Nummer 11 Niklas Schipper, mit der Nummer 2 Marvin Götz, mit der Nummer 12 Vincent Winkler, im Tor die Nummer 13 Felix Penke, dann Nummer 4 Felix Struss auf der linken Seite, die Nummer 9 Felix Harstig und ich glaube die Nummer 5 Philipp Kubisch. Die Ludwigsburger fangen in folgender Ausstellung an mit der Nummer 2 Tim Kraut, der wird für die Ludwigsburger anschwimmen. Mit der Nummer 11 Domagoj Mijatovic. Die beiden werden den linken Flügel besetzen. Dann natürlich unser Nationalmannschaftscenter Timo van der Bosch. In der Center-Verteidigung werden wir Nikos Posiniklis sehen. Im Tor, wie gewohnt, Ivan Pisk. Und auf der rechten Seite unsere beiden Routiniers, Adrian Jakovcev als Kapitän und Marvin Tran, der in den letzten Spielen durch seine individuelle Klasse glänzen konnte und auch immer wieder den Spieler des Tages für sich mit nach Hause nehmen konnte. Dementsprechend haben die Ludwigsburger hier, können sie mit erhobener Brust ins Spiel gehen. Ja, Tom, jetzt werden nochmal die Karten getauscht. Die White Sharks haben wohl nur dunkle Karten dabei. Ja, was sagst du? Sagst du das? Beide Mannschaften einmal dunkle und einmal helle Kappen dabei haben, sogar zwei Paar von jenen. Aber irgendwie ist es bei uns immer das gleiche Problem, weil wir spielen heim immer mit schwarzen Kappen und eigentlich früher war das mal so, dass die Heimmannschaft mit weißen Kappen spielt und die Auswärtsmannschaft mit dunklen Kappen. Ja, in Duisburg machen wir es halt ein bisschen anders und jetzt müssen unsere Kappen her. Ja, deswegen wird das Spiel 2-3 Minuten später losgehen, bis sie die Kappen neu geschnürt haben und dann geht es gleich los mit den Anschwimmen. Ja, die Ludwigsburger müssen natürlich sich jetzt hier warm halten, weil die Hannoveraner hier noch die Kappen tauschen müssen. Das scheint jetzt mittlerweile erfolgt zu sein und jetzt kann das Spiel losgehen. Gleich wird das Anschwimmen von den Schiedsrichtern Erwin Homolka und Henning Schürmann angepfiffen und wir wünschen den Ludwigsburgern hier natürlich viel Erfolg und wünschen Ihnen als Zuschauer ein spannendes und torreiches Spiel. Die Schiedsrichter haben das Spiel angepfiffen, jetzt wird um den Ball angeschwommen und Tim Kraut schwimmt an und holt sich das erste Anschwimmen. Domagoj Mijatovic reagiert schnell und packt sich den Ball, somit die Ludwigsburger im Angriff. Jetzt über die rechte Seite auf Adrian Jakovcev, der spielt zurück zu Nikos Posiniklis, der zu Domagoj Mijatovic. Die Hannoveraner werden hier gleich schon mal Doppeldeckung spielen gegen Timo van der Bosch und ein versuchter Heber von Domagoj Mijatovic am Tor vorbei, weil er hier keine Anspielstation im Center gefunden hat. Somit die White Sharks im Angriff, die kommen über die rechte Seite mit der Nummer 11. Niklas Kai Schipper, dieser spielt auf die Nummer 5 und jetzt einmal komplett nach links außen. Vincent Winkler ist jetzt von der Senderposition und Senderverteidigung muss er heute beide spielen. Ludwigsburg spielt auch mit der Zonenverteidigung und Damagoj blockt hier hinten den Ball super weg und somit Ludwigsburg im Angriff. Unser Torwart findet Nikos, unsere Nummer 4, unser Senderverteidiger dieser Platz und kann aufs Tor gehen. Tim Kraut muss jetzt rüberrutschen, dass wieder ganz normaler Eingriff gespielt werden kann. Nikos bekommt den Ball. Man könnte Van der Bosch anspielen, wird gemacht. Aber Vincent Winkler verteidigt hier gut und nimmt die Arme hoch und somit kann die Zone funktionieren. Wobei das Anspiel hier erfolgt ist, da hat er leider Timo etwas Pech und konnte den Ball nicht für sich behaupten. Jetzt die Hannoveraner im Angriff. Sie müssen jetzt aufpassen, dass sie gleich nicht ein Tor kassieren, aber ebenfalls der Schuss von der Nummer 6, Philipp Dolph, neben das Tor. Ja, bisher ein munteres Auf und Ab. Der Pass geht zu Nikos Posiniklis, der in den letzten Spielen auch eine sehr, sehr gute Leistung gebracht hat. Er hat die Mannschaft in Führung gebracht. Jetzt ein schönes Anspiel von Tim Kraut und
Timo van der Bosch macht das Tor, wird aber abgepfiffen. Somit die erste Überzahlsituation für die Ludwigsburger. Sie lassen den Ball laufen. Sie haben extra dies in den letzten Einheiten trainieren, dass der Ball nicht aufs Wasser fällt. Hier sehen wir ein Anspiel auf Adrian Jakovcev. Marvin Tran schießt und erzielt das erste Tor des heutigen Abends. 2 Minuten nach Anpfiff, das 1:0 für Ludwigsburg. Das ist die Situation, die ich meinte. Marvin Tran immer sehr wichtig für die Mannschaft mit seiner Erfahrung. Er hat ja selber schon in Hannover gespielt. In Uerdingen, Entschuldigung. Das heißt, er kennt die Hannoveraner relativ gut. Tut mir leid. Dementsprechend hier die 1:0-Führung. Die bei Sharks Hannover wieder im Angriff. Über Vincent Winkler leitet das Spiel ein. Gespielt auf die Nummer 7, ein Doppelpass. Ludwigsburg spielt Zone. Vincent Winkler geht hier aufs Tor, aber wieder erneut weggeblockt. Diesmal von Nikos. Somit Ivan Perschek wieder mit dem Anspiel auf Adrian Jakovcek auf die rechte Seite. Dieser hat Platz und kann hier einige Meter schwimmen. Geht aufs Tor, hat immer noch Platz. Spielt Timo an, aber leider ein Aussetzer. Und er kriegt trotzdem noch den Ball, der Timo, mit seiner überragenden Rückhand. Aussetzer durch die Arme vom Torwart, somit neuer Spielstand 2:0. Ja, ein guter Start für die Ludwigsburger hier mit einer 2:0-Führung. Nicht wie letzte Woche in Berlin, wo sie erstmal im Hintertreffen waren und hinter dem Gegner herrennen mussten. Bisher würde ich sagen, eine relativ konzentrierte Leistung, oder? Was sagst du? Ja, beide Seiten spielt schön Zone und deswegen auch schwierig, die Center anzuspielen. Und die erste Situation, was wir gehabt haben, das war gerade, ein Schiedsrichter hat schnell gepfiffen und die Aktion nicht durchführen lassen. Aber die zweite war genau der Gegenteil. Konnte Timo schön den Ball beobachten, bekommen und machte seine Aktion. Hier hat gerade Marvin Dranner an den Pfosten getroffen. Somit Weitscher Haags wieder im Angriff über die rechte Seite. Wieder erneuter Spielmacher Vincent Winkler. Dieses Spiel erneut auf die Nummer 2 nach rechts außen. Marvin Götz wieder erneut auf Vincent. Die Weitscharks sehen vorne ein bisschen planlos aus, würde ich sagen. Die Zone funktioniert ganz gut, da wird nicht durchgeschwommen. Und eine schöne Parade von unserer Nummer 1. Und Marvin Dran kriegt hier wieder den Ball auf der rechten Seite und kann wieder einige Meter schwimmen. Ludwigsburg im Angriff. Marvin sucht eine Anspielstation. Wir spielen jetzt mit Doppelsender. Dieser findet Adrian Jakovcek. Dieser dreht sich schön. Und für mich war das eigentlich eine Rausstellung. Siehst du das, Robert? Der Verteidiger hatte genau den richtigen Moment bei der Arme hochgehoben und Adrian wollte die Entscheidung von dem Schiedsrichter machen. Wenn er einen Tritt weiter geht und probiert auf Tor gehen, dann wäre es vielleicht anders. Jetzt haben die Schiedsrichter einen Stürmerfoul gegen Hannover gepfiffen, dementsprechend der Angriff verpufft. Und die Ludwigsburger jetzt mit Marvin Tran über die rechte Seite. Oh, da passt er nicht auf. Und lässt sich den Ball entreißen. Das war ein klassisches Ball unter Wasser. Das heißt, der Gegner schlägt den Ball auf den Ball und drückt ihn unter Wasser. Somit die Hannoveraner im Angriff. Aber sie können aus der Situation nichts machen. Die Ludwigsburger schnell wieder zurück und somit Gleichzahl. Und Hannover spielt jetzt über die Nummer 12. Vincent Winkler über die Nummer 11. Niklas Schipper, da haben sie geschlafen auf der rechten Seite und Ivan Pisk hat leider das Nachsehen. Somit der Anschlusstreffer zum 2:1 durch Niklas Schipper. Ja, das Tor war schwierig zu halten, weil hier, ich glaube, Damagoy fälscht den Ball noch ab und somit kriegt der Ball in andere Richtungen. Da ist leider Ivan machtlos, somit Ludwigsburg jetzt mit dem Anspiel erfolgreich durch Timo van der Bosch. Jetzt müssen wir noch warten, bis die Hannoveraner wieder komplett sind. Da fehlt ein Spieler im Wasser. Sie sind nur 5 Leute. Somit pfeifen die Schiedsrichter das Spiel nicht an. Jetzt ist die Nummer 6, Philipp Dolph, im Wasser. Somit kann das Spiel weitergehen. Die Ludwigsburger über Nikos Prosiniklis zu Marvin Tran. Marvin Tran auf der Mittellinie spielt Timo van der Bosch an.
Jetzt nimmt er sich den Ball rüber und eigentlich müsste das eine Rausstellung geben, oder was sagst du dazu, Robert? Da konnte der Schiedsrichter Ausschluss oder 5 Meter Strafwurf pfeifen, aber zum Schutz in den Schiedsrichter, der war nicht der beste Anker zu der Situation sehen. Das heißt, hier korrekt gepfiffen, schön gehalten von Ivan Piska, kann gerade noch die Finger an den Ball bekommen, somit der Ball gegen den Pfosten und erneut 30 Sekunden Angriff für die White Sharks. Jetzt versuchen die Hannoveraner einzustarten, das missglückt, die Ludwigsburger verteidigen hier gut. Dennoch Ausstellung für Nikos Posiniklis. Dementsprechend nehmen die Hannoveraner eine Auszeit. So, die Auszeit wird genommen, damit der Trainer die Spieler optimal auf die Überzahl einstellen kann. Das heißt, die Hannoveraner sind jetzt 20 Sekunden in Überzahl und können diese nutzen, um hier den Ausgleich zu erzielen. Aus Ludwigsburger Sicht können wir natürlich nur hoffen, dass sie die Überzahl ungeschadet überstehen, und dementsprechend drücken wir die Daumen. Die Hannoveraner spielen jetzt über die Nummer 3, Justus Gläser, über die Nummer 6, Philipp Dolf, er geht aufs Tor, spielt auf die Nummer 11, Niklas Schipper, zurück zu Dolf, Dolf auf die rechte Seite und zurück zu Dolf, er wieder auf die linke Seite zu Nummer 7, und ja, sie lassen den Ball auch schön laufen und Glück für die Ludwigsburger, die erneut die Latte als Helfer haben und so jetzt Dario Labavic im Angriff, er spielt auf Marvin Tran, etwas zu weiter Pass, jetzt muss er das Spiel wieder beruhigen, nimmt das Foul, dass die Ludwigsburger sich hier optimal aufstellen können, wechselt die Seite, aber kein optimaler Pass, somit schon wieder 20 Sekunden von der Uhr. Deni Czernia ist jetzt im Wasser, genauso wie Dario Labavic. Deni Czernia, der ein guter Schütze ist, schießt, leider trifft er hier nur den Pfosten und Hannover erhält den Ball zum Angriff. Hannover geht über die linke Seite, spielt nach rechts ohne Dario Labavic, bekommt hier das Stürmerfoul gepfiffen. Somit Ludwigsburg wieder im Angriff und Ludwigsburg in Überzahl. Marvin Drano auf der rechten Seite kann aufs Tor gehen und Tim Graut ist komplett frei, kriegt den Ball und schön in die kurze Ecke. Doch der Torwart passt hier gut auf, schön rausgeholt noch. Da muss Tim Graut wahrscheinlich härter drauf schießen, aber gute Parade hier und somit White Sharks wieder im Angriff über Philipp Dolf. Dieser spielt den Ball auf die rechte Seite, auf die Nummer 3, Justus Gläser. Dieser zurück auf Philipp Dolf in den Rückraum. Dieser geht aufs Tor, Aussetzer in die kurze Ecke und somit Ausgleich zum 2:2. Jetzt haben sie sehr gut angefangen hier und trotzdem können die White Sharks hier den Ausgleich erzielen. Somit Gleichstand 2:2. Das Spiel geht wieder von vorne los. Und das Tor hat wer erzielt? Philipp Dolf, die Nummer 6. Jetzt kommt Toni Tadic auf der rechten Seite für Marvin Tran ins Wasser. Eben wurde auch Deni Czernia eingewechselt für Adrian Jakovcev. Und auf der linken Seite Milo Aleksic. Domagoj Mijatović spielt auf Dario Labavic. Dario Labavic auf Deni Czernia. Deni Czernia muss sich den Ball holen, weil hier die Pässe zu ungenau kommen. Zurück zu Dario Labavic. Dario Labavic spielt auf Milo Aleksic, der kann aufs Tor, schießt, abgeblockt und Eckball. Somit neue Zeit, 30 Sekunden für Ludwigsburg. Wenn du das Tor nicht machst, dann musst du die 39 Sekunden holen. Jetzt ein schöner Pass von Deni Czernia, aber schön verteidigt und somit die Rückhand von Timo van der Bosch diesmal nicht erfolgt. Aber überragende Ballannahme, mit dem Fuß den Ball noch auf die Hand gechippt. Die Rückhand war leider geblockt. Somit White Sharks im Angriff über die Nummer 3.
Justus Gläser, dieser spielt den Ball auf die rechte Seite. Marvin Götz, dieser versucht hier das Anspiel auf den Center. Doch hier passt auch unser Torwart auf und Dario Labovic könnte den Ball noch rausflecken. Und Fehlpass, somit Ludwigsburg im Angriff. Diese gehen über Damagoj auf der linken Seite. Sucht eine Anspielstation, findet Dario Labovic, unsere Nummer 12. Dieser spielt auf Danny Genia. Jetzt haben wir keinen Center. Mido Alexis versucht sich hier reinzukämpfen. Toni spielt hier den Ball rein, obwohl die Nummer 3 Justus Gläser aufpasst, aber er erobert den Ball direkt zurück. Somit neue 30 Sekunden, fast schon alles gut gemacht. Und Auszeit genommen von Robert Bleich. Die Auszeit nimmt er, weil lediglich noch 11 Sekunden auf der Uhr stehen. Somit wollen sie die letzten 11 Sekunden nutzen und den Angriff erfolgreich abschließen. Das ist natürlich relativ knapp, aber ein Schuss kann hier entscheidend sein und sie können mit einem 3:2 in die Viertelpause. Ja, ich denke, dass Ludwigsburg jetzt mit einem Doppelcenter spielen wird. Gerade entweder sie gehen damit aufs Tor oder sie kriegen noch kurz vor Schluss die Aufstellung. Dann müssen sie im zweiten Viertel das Anschwimmen gewinnen und können somit dann man mehr noch spielen. Das wäre meine Variante und so schätze ich Robert Blech ein, dass er das auch so spielen wird. Dass Timo van der Bosch in den Center geht und Milo Alecic von der linken Seite mit reinkommt und dann noch auf die Aufstellung gehen werden. Ja, Robert, was denkst du, sollte hier jetzt Ludwigsburg machen? Also sehr zeitig knapp zum Anschluss kommen, es ist schon klar. Aber Möglichkeit auszunutzen, entweder Timo anspielen, aber die Hannoveraner Zone jetzt bisher schön gut geklappt. Und jetzt kommt der Ausschluss. Ja, da würde ich mal sagen, ich habe recht behalten, Robert Bleich kenne ich gut, war früher mein Jugendtrainer. Ich wusste, dass er das so spielen wird, auf die Ausstellung geht. Jetzt würde ich nicht aufs Tor gehen, sondern die Zeit runterlaufen lassen. Machen Sie auch. Nicht aufs Tor gehen jetzt, sondern das Anschwimmen gewinnen und dann spielt man danach in Überzahl weiter. Wir sind natürlich auch in Facebook vertreten, SV Ludwigsburg ist wir dort. Da finden Sie alle Spielberichte und auch den Livestream von uns und der Partner Sportcamp 24. Den dürfen Sie gerne teilen, dass mehr Leute hier zuschauen können. Und natürlich ein Like da lassen, ein Abo auf beiden Seiten. Damit unterstützen Sie nicht nur uns, sondern auch die Deutsche Wasserballliga, dass wir ein bisschen mehr Zuschauer bekommen und Sportcamp 24 natürlich auch. Danke, Tom. Jetzt kommen wir gleich zum zweiten Viertel. Diesmal wird wieder Tim Kraut anschwimmen. Er spielt auf der linken Seite mit Miroslav Alexic, aktuell Spielertrainer des SV Ludwigsburg. Und auf der rechten Seite sind wieder Marvin Tran, Adrian Jakovcev im Wasser. Timo van der Bosch bekommt eine Pause und wird von Filip Zugic, unserem Jugendnationalmannschaftscenter, ersetzt. Tim Kraut holt den Ball, nein, er schlägt ihn selbst ins Aus, dementsprechend die Hannoveraner
mit dem Ballbesitz und dem ersten Angriff in der zweiten, im zweiten Viertel. Somit die Hannoveraner wieder komplett. Das Ziel war letztendlich hier gleich die Überzahl auszunutzen, die sie im letzten Spielviertel erzielt haben. Leider ging der Plan nicht auf. Somit Angriff für Hannover. Noch 12 Sekunden über die rechte Seite, aber schön aufgepasst von Miroslav Aleksic, der natürlich auch Center-Verteidigungsqualitäten hat und lange hier als Center-Verteidiger gespielt hat. Jetzt etwas ruppig im Center. Denn Tim Kraut kann den Ball leider nicht fangen. Somit Marvin Tran. Marvin Tran geht aufs Tor, schießt. Torwart war meiner Meinung nach dran, aber Abstoß für Hannover. So wird Hannover im Angriff über die Nummer 7. Dieser Spieler sucht hier einen Mitspieler. Dieser findet die Nummer 2, Marvin Götz, auf der rechten Seite. Dauert ein bisschen lange, bis hier bei Sharks irgendwie mit einem Center reinkommt. Anspiel leider zu hoch. Somit Ball im Aus und Ludwigsburg im Angriff. Wir suchen eine Anspielung. Ja, die Chancenverwertung meiner Meinung nach, Tom, könnte hier auf beiden Seiten etwas besser sein. Im Angriff noch nicht so ganz so effektiv auf beiden. Ludwigsburg jetzt im Angriff über Nikos. Dieser Spiel, zwei schnelle Doppelpässe mit Adrian Kovcic. Dieser schießt er, holt schön die Ecke raus. 15 Sekunden noch auf der Shotclock. Und Tim Kraut wird jetzt den Eckball ausführen. Dieser spielt auf Adrian Jakovcek. Bei Chark spielt ja wieder die Zone, aber wir haben jetzt gute Schützen drin. Marvin Dran kann auch von hinten das Ding reinhauen. Nico stimmt hier rein, dass Milo Lechis Platz hat. Dieser spielt auf Adrian Jakovcek. Dieser kann den Ball nicht ganz fangen. Erneut auf Marvin Dran. Dieser schießt in den Block und somit bei Sharks sogar im Konter auf der linken Seite die Nummer 2. Marvin Götz ist ja frei, aber Milo Lechis schwimmt ja zurück und kann den Konter abfangen. Tim Kraut muss noch ein bisschen aufpassen, mit nach hinten kommen. Ja, zu spät gesehen. Und Julius Gläser geht ja auch so, aber eine klasse Parade von unserem Keeper Ivan Pisk. Und somit steht es hier weiter 2-2 unentschieden. Und Adrian Kovcic leitet jetzt den Angriff wieder ein für Ludwigsburg. Ja, Ivan Pisk kam letztes Jahr aus Neustadt und hat dort schon überragende Torqualitäten bewiesen. Robi Kovac kann uns vielleicht auch dazu ein bisschen was sagen, weil er selber als ehemaliger Torwart viel Erfahrung mit sich bringt. Also das war sehr wichtig in dieser Situation, diese große Parade zu haben. Somit bleibt die Mannschaft in der Schwung und ohne Rückstand. Also sehr wichtig, sehr super gehalten. Auch schien für ihn selber so Paraden, wie jetzt schon wieder eine klasse Parade. Das pusht ihn natürlich und somit kann er über sich hinausgehen und hier das ein oder andere Spiel entscheiden. Milo Lecic muss hier das Wasser verlassen, kann nicht mehr und somit kam Domagal wieder ins Spiel und Marvin Dran leitet hier erneut den Angriff rein. Unser Spielmacher auf der rechten Seite findet Nikos. Domagal ist jetzt wieder da, noch 10 Sekunden auf der Shotclock. Jetzt muss der Abschluss kommen von hinten. Domagal sollte aufs Tor gehen, spielt nochmal auf Marvin. Noch 4. Marvin geht hier aufs Tor, versucht den Eckball rauszuholen. Aber leider Aussetzer daneben. Wäre ein wichtiger Treffer geworden und somit kann hier wieder Valcharks einen Angriff einladen. Damagoy passt auf und Vincent Winkler kriegt den Ball rein. Schießt übers Tor drüber. Trotzdem nochmal gut verteidigt von Philipp Zugic. Da Adrian Kovcic, entschuldigen Sie, und Marvin Dran geht wieder auf der rechten Seite. Der schwimmt hin und her wie eine Maschine und Nikos kommt auf der linken Seite. Ball kommt auf Nikos, dieser geht aufs Tor. Zu lasch, keine Beine, Rückenlage, da kann nichts draus werden. Und somit geht das Spiel jetzt hin und her. Das Kräftemessen geht weiter über die Nummer 7 von Valcharks Hannover. Philipp Zugic verlassen hier die Kräfte. Er schwimmt hinterher. Jetzt müssen die Ludwigsburger aufpassen, dass sie hier die Unterzahl nicht das Tor fangen. Jetzt Timeout von Ludwigsburg nach der Hälfte des zweiten Spielviertels. Er merkt, dass jetzt hier ein bisschen Ruhe ins Spiel kommen muss, weil die Mannschaften nur noch hin und her schwimmen und Schüsse nehmen und kein Tor zustande kommt. Das kann natürlich nicht von Erfolg gekrönt sein. Somit versucht er die Mannschaft zu beruhigen und hier erneut taktische Anweisungen ins Spiel zu bringen.
Ja, die Ludwigsburger Sonja, das schöne Run and Gun unterlassene. Es waren viele unnötige Schüsse auf beiden Seiten, aber auch die sollen die 30 Sekunden ausspielen und versuchen über Timo van der Borch oder Philipp Zugic die Aktion zu machen, entweder ein Tor zu erzielen oder auf die Rausstellung zu gehen und das Spiel einfach wieder ruhiger gestalten, weil so drei Viertel noch durchzuhalten wird schwer, auch so schnell hin und her schwimmen. Timo van der Borch steht hier auf 5 Meter, der Schiri pfeift hier der Stürmer voll ab, zeigt an, dass Timo van der Borch seinen Gegenspieler an der Badehose gepackt hat, das ist nicht erlaubt beim Wasserball und somit White Sharks im Angriff über die Nummer 11, Niklas Schipper. Dieser spielt in die Mitte auf die Nummer 5, Philipp Kubisch. Dieser Philipp Kubisch kann schießen, wollte ich gerade sagen. Und er macht hier den Führungstreffer für White Sharks Hannover zum 3:2. Ja, die Ludwigsburger jetzt fast schon 7 Minuten ohne Tor, haben 2:0 im ersten Viertel geführt und liegen jetzt 3:2 hinten. Das ist jetzt endlich mal das von dir erwartete spannende Spiel. Somit können wir hier natürlich nur hoffen, dass die Ludwigsburger auch gleich wieder den Anschlusstreffer erzielen und das Spiel weiterhin spannend gestalten können. Wir spielen jetzt über die rechte Seite, über Marvin Tran. Er spielt auf Domagoj Mijatovic. Er versucht aufs Tor zu gehen, wird gefoult. Nimmt er den Schuss, wird erneut abgeblockt und Hannover im Angriff. Ja, da wäre Timo van der Borch in der Mitte frei gewesen, aber prinzipiell Domagoj Mijatovic auch ein guter Schütze, hätte den Schuss auch im Tor unterbringen können. Leider in dem Moment ja, etwas Pech. Hier waren noch 12 Sekunden auf der Shotglock und mit 12 Sekunden kann man den Ball noch 3-4 Mal laufen lassen und gucken, dass Timo van der Borch oder ein anderer Spieler noch eine bessere Saison haben. Hier gab es einen kleinen Kampf im Center mit der Nummer 4 und Dario Labovic, Stürmer V gepfiffen von Gunsten für Ludwigsburg und somit Ludwigsburg im Angriff. Findet Nikos auf der linken Seite, Damagoj spielt hier ohne seine Kappe weiter. Nikos kann aufs Tor gehen, aber beruhigt das Spiel, ist auch gut, so noch 20 Sekunden auf der Uhr und Dennis Senior hat den Ball. Spielt auf Dario Labovic, der muss jetzt aufpassen, wird angegangen. Nikos geht aufs Tor, schießt hier wieder, noch 12 Sekunden auf der Uhr, aber wenigstens ein Eckball und somit neue 30 Sekunden Angriffszeit für Ludwigsburg und Marvin Dran wird jetzt die Ecke ausführen. Auf Dennis Senior spielt er den Ball zurück, dieser erneut auf Marvin Dran. Jetzt wäre eine Aktion mit Reinschwimmen gefragt, um die Zone aufzulösen. Hier steht alles ein bisschen enge. Damit wird es wieder einen Schuss vom Rückhorn geben. Nikos kriegt den Ball auf 2 Metern, knallt ihn an die Latte. Somit wieder erneute 30 Sekunden für Ludwigsburg. Damagoj bekommt den Ball, geht aufs Tor, schießt hier wieder zu früh. 22 Sekunden auf der Uhr. Also, das war jetzt wirklich unnötig, diese 2-3 Schüsse. Und somit White Sharks wieder im Angriff. Ja, jetzt kommt natürlich auch noch ein bisschen Pech dazu. 3-4 Schüsse an den Pfosten. Ja, normalerweise, wie gesagt, ich habe es schon angedeutet, Domagoj Mijatovic, ein sehr, sehr guter Schütze. Jetzt sieht der Schiedsrichter hier ein Foul von Dario Labovic. Somit die Chance für Hannover, erneut in Überzahl ein Tor zu erzielen. Sie spielen über die linke Seite, über die Nummer 10. Janek Brickmann auf die Nummer 5, Kubisch. Er spielt auf die Nummer 11. Zurück zu Kubisch. Jetzt. Und da passt Domagoj Mijatovic nicht auf. Der Spieler mit der Nummer 9, Felix Harstig, reagiert am schnellsten und spielt den Ball ins Tor. Ja, das war clever gemacht von Philipp Dolf. Das sieht man selten bei der Überzahl. Der kommt hier rein, schwimmt einfach mal in die Mitte. Dies sorgt für Verwirrung, hat man gesehen. Die Duisburger wussten nicht mal, dass Recht auf den Spieler frei ist. Und somit könnt ihr das Tor verwandeln zum neuen Spielstand 4:2. Damagoj zieht jetzt noch seine Kappe auf und dann geht es ja gleich weiter. Ja, wir merken jetzt ein bisschen, dass die Ludwigsburger untereinander hadern und nicht so ein bisschen mit der Doppelverteidigung von Timo van der Borch im Center schwer tun. Das vorher angesprochen, wie man die Doppeldeckung auflöst. Vielleicht kannst du es unseren Zuschauern auch mal ein bisschen erklären. Ja, genau, bei der Doppeldeckung, die sogenannte Zone beim Wasserball, spielen die Verteidiger, die jetzt eigentlich in dem Fall Marvin Dran und Dario Labovic hinten verteidigen würden, sehen jetzt hier die Nummer 7, die geht zurück und somit kann man Timo van der Borch nicht anspielen. Und so wie jetzt, schönes Beispiel, Dario Labovic startet durch und somit kann man die Zone auflösen, weil jetzt muss die Nummer 7 rausgehen, aber die Nummer 9 passt hier ganz gut auf von White Sharks Hannover und somit
haben sie die Zone wieder erneut gemacht, aufgebaut und ein Lattentreffer, fast zugunsten für bei Sharks, aber Damagoj und Marvin Dran passen hier auf und erneute 30 Sekunden Angriffszeit für Ludwigsburg. Findet Dario Labavic auf links außen, dieser spielt auf Damagoj, erneut auf Marvin Dran, jetzt wäre Van der Bosch anspielbereit gewesen. Und den Senior nimmt sich hier ein Herz und knallt das Ding endlich mal einfach mal hart rein. Und somit Anschlusstreffer zum 3:4. Ja, Danny Cern ja nicht umsonst der erfolgreichste Schütze neben Timo van der Bosch in der DWL Pro B. Ja, Robert, was sollte jetzt Ludwigsburg machen, damit sie hier wieder das Heft in die Hand nehmen können? Also wie jetzt gerade eben an dem letzten Aktion gesehen haben, mit dem erfolgreichen Schuss, die Spielzüge durchzuziehen und nicht einen frühzeitigen Zwischenschuss darauf zu geben. Weil sonst wären die Hannoveraner das knallhart bestrafen mit Kontraschwimmen. Ja, und hier erneut ein Schuss aus der zweiten Reihe, Vincent Winkler. Knallt den Ball in die rechte obere Ecke und da ist Ivan Pisk chancenlos. Das heißt, sie egalisieren den Anschlusstreffer von Ludwigsburg und die letzte Minute in der ersten Halbzeit bricht an. Aktueller Spielstand 5:3 für Hannover. Ja, Ludwigsburg sollte hinten in der Abwehr mal die Zone auflösen. Meiner Meinung nach, sie haben keinen Center dabei und Vincent Hewisch, knapp über 2 Meter groß, knallt das Ding ins rechte Eck rein und somit noch 40 Sekunden zu spielen und 2 Tore Rückstand. Marvin Dran geht über die rechte Seite, spielt auf Damagoj einen schnellen Doppelpass. Dieser auf Danny Genia, wieder zurück auf Marvin Dran, noch 10 Sekunden. Dieser zurück auf Damagoj. Jetzt muss er aufs Tor gehen. Halb hoch schießen, da ist da immer ein Fehler. Am besten nach oben in die Ecke, dass man noch eine Ecke rausholt und Auszeit genommen von Milan Zagat. Hannover nimmt die Auszeit, weil noch 20 Sekunden auf der Uhr zu spielen sind. Und das ist genau die Zeit, die für eine Überzahl benötigt wird. Somit werden die Ludwigsburger die zweite Hälfte hier in Unterzahl beenden. Und dementsprechend sollte jetzt der Fokus auf der Verteidigung liegen. So wie ich das sehe, doch keine Überzahl. Entschuldigen Sie, da habe ich mich geirrt. Ich dachte, ich habe hier eine Rausstellung gesehen, aber somit Gleichzahl und erneuter Angriff für Hannover. Über die linke Seite mit der Nummer 9 Felix Harstig. Der wird gefoult von Danny Czernia. Harstig spielt auf die Nummer 11 Niklas Schipper. Der spielt die Nummer 2 an Marvin Götz. Marvin Götz auf Schipper zurück. Und jetzt schön geholt von Danny Czernia. Er kann jetzt nochmal 3 Sekunden auf der Uhr, jetzt müssen die Ludwigsburg sich den Schuss nehmen. Milo Aleksic versucht, den Ball im Tor unterzubringen, leider ohne Erfolg, 1 Sekunde. Und somit die erste Halbzeit hier mit dem Ergebnis von 5:3 beenden.
Wenn die Maxime von Anfang an lautet, für jede Herausforderung eine Lösung zu finden. Wenn Sicherheit das Wichtigste ist, sowohl für leichte als auch für schwerste Herausforderungen. Wenn jeden Monat, jede Woche, an jedem Tag und in jeder Nacht größtmögliche Leistungen erbracht werden. Wenn komplexe und schwerste Güter verlässlich ihr Ziel erreichen und dabei jedes Detail berücksichtigt wird. Dann ist Transmaritim International mit dabei. Wenn auf der ganzen Welt alles, von A wie Auftragsannahme bis Z wie Zustellung, perfekt synchronisiert werden muss, um ihre Güter pünktlich zum Bestimmungsort zu bringen. Wenn das weltweite Logistiknetz in Gang gesetzt wird und verschiedene Herausforderungen Innovationen schaffen. Wenn das momentan wichtigste Projekt immer der laufende Auftrag ist. Und wenn ein leidenschaftlicher Dienstleister seit mehr als 25 Jahren rund um die Uhr Leistungsbereitschaft zeigt. Dann ist Transmaritim International Ihr verlässlicher Partner. Erst wenn Sie und Ihre Kunden zufrieden sind, sind wir es auch. Transmaritim International. Seefracht, Luftfracht, weltweit. Die Ludwigsburger haben sich gerade in ihrer Ecke versammelt und Robert Bleich hat ein paar eindringliche Worte an seine Mannschaft gerichtet. Er ist alles andere als zufrieden mit der Leistung in der ersten Halbzeit. Aber er hat auch bewiesen letzte Woche in Berlin, dass er weiß, wie er die Mannschaft einzustellen hat. Hier lag die Mannschaft zwischenzeitlich 8:3 zurück und konnte das Spiel am Ende noch drehen. Natürlich haben wir hier nicht Wedding Berlin im Wasser, sondern den Tabellenführer. Die White Sharks Hannover. Dennoch bin ich guter Dinge, dass Robert Bleich hier die richtigen Worte für seine Mannschaft finden konnte. Und wir drücken die Daumen, dass diese angekommen sind und die Ludwigsburger hier den Turbo im berühmten dritten Viertel aufdrehen können und hier erneut vielleicht die Führung an sich reißen können. Jetzt Ball unter Wasser, die Ludwigsburger durch Marvin Tran, der angeschwommen ist, im Angriff, spielen über Nikos Posiniklis. Dieser wird angegangen und Adrian Jakovcev erhält den Ball, sucht eine Anspielstation, findet Nikos Posiniklis. Dieser geht aufs Tor, spielt zurück zu Adrian Jakovcev. Sie versuchen, den Center frei zu bekommen, bekommen es aber nicht hin. Jetzt passt Adrian Jakovcev hier nicht auf und erhält ihr einen Schlag auf die Hand, verliert den Ball. Ja, da wartet er zu lange. Entweder muss er schießen oder den Ball zum Center Timo van der Bosch spielen. Jetzt hier auf der Seite die Hannoveraner allein und mit der Nummer 11 Domagoj Mijatović im Angriff, aber Ivan Pisk mit
einem zu langen Pass somit die Chance wieder vergeben und erneut die Hannoveraner mit dem Ballbesitz. Ja, das ist alles ein bisschen hektisch, oder Tom? Ja, sehe ich genauso. Sie müssen das Spiel auf jeden Fall beruhigen. Hier Ausstellung, Ball weggeworfen nach dem Foul. Ausstellung hier die Nummer 4 gegen unsere Nummer 4. Es trifft Felix Stroß und somit Ludwigsburg in Überzahl. Diese sollten sie jetzt ganz in Ruhe ausspielen und einen Torerfolg zu erzielen, um hier auf das 4:5 ranzukommen. Marvin Dran bekommt den Ball, spielt auf Nikos, dieser auf links wieder zurück auf Marvin Dran. Jetzt läuft der Ball gut. Jetzt fährt er leider aus Wasser. Marvin Dran geht in die Bewegung, sucht eine Anspielstation, findet Nikos. Dieser zurück auf Milo. Nochmal zu Adrian, fängt den Ball erneut nicht. Spielt auf Nikos, dieser geht aufs Tor. Trifft den Innenpfosten und jetzt geht's hier aber ziemlich harte Sache. 2 auf Timo van der Bosch und der Schiedsrichter pfeift hier ein Stürmerfoul. Somit erneut Walczaks im Konter. Die Mitte ist offen, jetzt muss man hier aufpassen. Pass kommt auf Philipp Dolph. Dieser hebt den Ball. Könnte die Nummer 2 anspielen, wartet zu lange. Versucht den Ball hier in den Center rein zu werfen und Angriff hier Ludwigsburg. Hier hat man schön gesehen, dass die Ludwigsburger hier nach hinten sauber gearbeitet haben. Sie haben trotzdem, dass sie in Unterzahl in der Rückwärtsbewegung waren, die am Ende die 6:6 Situation wiederherstellen können und haben hier schön verteidigt. Jetzt der berühmte Dreher von Adrian Jakovcev. Dieser hat in der zweiten Liga fast jedes Mal zum Erfolg geführt und somit die Ausstellung. Zweifache Ausstellung für die Nummer 6 und für die Nummer 7. Jetzt müssen die Ludwigsburger Kapital aus dieser doppelten Ausstellung ziehen. Nikos Posinigis geht aufs Tor, Adrian Jakovcev schießt und der Kapitän übernimmt die Verantwortung und erzielt das 4:5 für den SV Ludwigsburger, den so wichtigen Anschlusstreffer. Oder Robert? Ja, das war sehr, sehr wichtig, diese Treffer. Und wie ich früher gesagt habe, dass der kalten Kopf zu beherrschen im Wasser. Und da hat er den Loch gesehen und richtig getroffen. Der zweite Ausschluss war wegen zu gefährlicher, zu starker Angriff von dem Verteidiger. Er ist auf den Kopf gegangen, so wie ich es gesehen habe. Und das ist Kopf und Gesicht ist immer beim Wasserball eine Herausstellung, auch wenn das manchmal nicht so gewollt war. Philipp Dolph spielt hier wieder den Angriff auf die Nummer 7. Dieser findet die Nummer 10 auf links außen. Dieser schießt und Ivan Pissier erneut eine Parade. Also wirklich, Ivan hält uns heute mehr im Spiel. Der tut der Mannschaft heute gut, pusht hier nochmal. Und Timo van der Bosch nimmt hier den Ball auf der rechten Seite an und spielt auf Nikos. Marvin Dran ist jetzt im Center. Dieser spielt zurück auf Nikos. Auf den Genia noch. 12 Sekunden auf der Shotglock. Danny geht aufs Tor. Der Torwart war hier noch dran auf der langen Ecke und somit Eckball für Ludwigsburg. Wird ausgeführt für Pavle Vukicevic. Dieser ist, glaube ich, zum ersten Mal heute im Wasser. Ich hoffe mal, er wird ein bisschen Ruhe hier mit reinbringen. Nur einen Angriff mit Leitner, das kann er nämlich. Wieder erneuter Pass auf Danny Genia. Dieser spielt zurück auf Nikos in die Mitte. So, jetzt wäre Pavle frei. Und der Chip von Damogoy an die Latte, zulässig. Und das darf nicht passieren beim Zurückschwimmen. Die Rausstellung für die Nummer 7, Pavle Vukicevic. Ja, da war er gerade im Wasser und durfte auch schon wieder raus. Er hat praktisch die Situation nicht richtig überblicken können und hat somit einen Foul begangen und die Hannoveraner in Überzahlsituation gebracht. Dieses Spiel jetzt über die Nummer 3. Er geht aufs Tor. Jetzt Ludwigsburg komplett. Hey. Schön angespielt auf die Nummer 10, Yannick Brinkmann, der 6:4 erzielt. Die Spieler von Ludwigsburg monieren hier 2 Meter, also der Ball darf nicht in die 2-Meter-Zone angespielt werden. Du als Schiedsrichter, Robert, was ist dein Eindruck? Es war der Spieler von dem außerhalb der 2 Meter reingesprungen für den Ball, also das darf er machen. Somit die Entscheidung korrekt und der Treffer zum 6:4 für Hannover. Die Ludwigsburger jetzt wieder im Angriff mit Nikos Prosiniklis.
Er hat in den letzten Spielen relativ viele und wichtige Tore geschossen, bisher noch nicht so in Aktion getreten, aber wir wissen, er kann, wenn er will. Die Hannoveraner verteidigen aber hier auch relativ scharf und Nikos geht aufs Tor. Tim Kraut schießt leider zu unplatziert, somit die Hannoveraner wieder im Angriff und jetzt sogar hier in Überzahl. Tim Kraut kommt schön zurück, macht den Schuss, den er hier nicht reinmachen konnte, wieder wett und verteidigt hier gut. Jetzt spielen sie über die linke Seite mit der Nummer 2. Spiel da aber. Unter Wasser, Mann! Timo van der Bosch als Helfer. Trotzdem fliegt Tim Kraut aus dem Wasser. Ja, gut, mein Gott. Kampf um den Ball kann man pfeifen, muss man nicht. Aber der Schiedsrichter hat es so in Auszeit für Hannover. Ja, zurück mit der Überzahl gleich von Majdzak Hannover. Sie stellen sich jetzt wieder auf. Ludwigsburg in Unterzahl. Müssen jetzt hier verteidigen und nicht, dass sie noch mit 3 Toren in Rückstand gelangen, sondern hier jetzt den Ball blocken oder halten und dann direkt in den Konter gehen. Majdzak Hannover stellt sich hier erstmal wieder mit der 4-2-Aufstellung auf. Das bedeutet, 4 Leute bedecken die 2-Meter-Linie und 2 sind hinten ab 5 bis 6 Metern. Der Torwart führt jetzt auf, die lassen den Ball laufen, über die linke Seite, zurück auf die Nummer 3. Dieser spielt ein Pass auf die rechte Seite, wieder zur Nummer 2, auf die Nummer 5 und Justus Gläser startet jetzt erneut rein. Erneutes Glück von der Latte und ein Block von Timo van der Bosch, leitet den Ball nochmal an die Latte. Jetzt müssen sie aufpassen, wieder komplett, schön geblockt und schön gehalten von Ludwigsburg. Jetzt direkt der Konter von Ludwigsburg auf der linken Seite. Niederlechisch wäre frei gewesen, aber der Pass kommt leider nicht. Somit hat unsere Nummer 9, Danny Cheney, den Ball auf der rechten Seite. Spielt jetzt zum Niederlechisch. Dieser auf Nikos. Timo van der Bosch wieder zu zweit gedeckt. Mido schreit hier auch, Danny geh zum Durchschwimmen. Dieser macht's nicht und somit muss wieder der Abschluss von hinten kommen. Die lange Ecke, endlich mal sieht er's. Mit Gefühl geht's auch. Einfach den Ball mal reinlegen und somit neuer Spielstand und Anschlusstreffer für Ludwigsburg zum 5:6. Vor ein paar Sekunden oder Minuten habe ich es gesagt, Nikos Posiniklis mit einem guten Schuss gesegnet. Das zeigt er hier mit dem wichtigen 5:6 Anschlusstreffer. Ja, die Zone auflösen, Robert, das haben die Ludwigsburger hier noch nicht so 100% gezeigt, oder? Leider nicht, weil die Schüsse kommen nicht in den genauen Zeitpunkt. Wie jetzt zum Beispiel, war die Lücke gefunden, die Lücke gesucht und dann kommt der pünktliche Anschluss und dann geht es die Zone zu auflösen. Andere Möglichkeit wäre noch natürlich besser, wenn mehr Bewegung in der Ludwigsburger Angriff wäre. Schwimmen und dann kommt der Schuss von hinten, das ist tödlich, wenn der Ball nicht trifft, weil dann kriegt man den Konter. Hier jetzt Vincent Hebisch aus dem Rückraum an dem Pfost und jetzt Ludwigsburg. Vincent Winkler, entschuldigen Sie, hat mich der Jan nochmal verbessert, dankeschön. Ludwigsburg jetzt im Angriff, hoffentlich zum Anschlusstreffer zum 6:6. Ivan sucht hier einen Mitspieler, findet an der Mittellinie Damagoj. Dieser spielt auf rechts außen, auf Danny Genia, dieser auf Marvin Dran, Timo van der Bosch wieder. Ja, Doppeldeckung. Und jetzt wird endlich mal durchgeschwommen und man sieht schon, die Bewegung funktioniert. Nikos macht hier den Ausgleich zum 6:6. Über den Kopf reingehammelt das Ding. Und jetzt steht es hier 6:6. Und jetzt ist Ludwigsburg wieder zurück im Spiel. Wieder neues Spielweg an. 0:0 kann man jetzt sagen. Und hoffen wir mal, dass jetzt alles in unsere Karten spielt und wir einfach wie die letzten Spiele im Schluss das Spiel entscheiden und hier nochmal 3-4 Dinger in Führung gehen und dann das Spiel wieder langsam beruhigen können. Oder wie siehst du das, Jan? Ja, hier sieht man, dass die Mannschaft dieses Jahr sehr, sehr gut und sehr ausgeglichen ist. Wenn mal ein Marvin Tran nicht überragend spielen kann, sondern in Anführungsstrichen nur gut, dann kann ein
Nikos Posiniklis in seine Fußstapfen treten. Er macht hier zwei wichtige Tore zum Anschlusstreffer und zum Ausgleich. Ich habe ihn angekündigt, er hat einen sehr schönen Schuss und kann letztendlich hier auch eine entscheidende Rolle übernehmen. Und wir haben auch Timo van der Bosch noch im Wasser, der bisher noch nicht richtig ins Spiel gefunden hat. Natürlich auch, weil er noch keine richtigen Anspiele bekommen hat, weil die Hannoveraner hier eine sehr schöne Doppel-Center-Verteidigung spielen. Aber ich denke, er wird auch zu seinen Chancen kommen, weil natürlich diese Doppeldeckung für die Kondition und auch für die Kräfte sehr zehrend sind. Und dementsprechend, glaube ich, wird er hier auch noch in Aktion treten. Und Danny Czernia nimmt sich den Schuss im richtigen Moment mit einem Aufsetzer. Und somit Ludwigsburg nach circa 16 Minuten wieder in Führung mit dem 7:6. Ich habe es angesprochen, unser drittes Viertel, oder Tom? Ja, und schöne Geste von Robert Bleich. Dieser guckt nach dem Tor von Danny Czernia die Mannschaft an, zuckt nur mit den Schultern und schreit, warum schießt er nicht gleich das Ding einfach mal rein? Ja, wenn das so einfach wäre, dann wird hier anders stehen. Somit 7:6 für Ludwigsburg und White Sharks Hannover hier im Angriff. Über die Nummer 2 auf rechts außen. Sie spielen jetzt mit zwei Centern, die White Sharks. Philipp Dolph versucht sich ja gegen Milo Lecce sich zu behaupten, doch dieser verteidigt gut, drückt ihn raus. Jetzt muss André der Kopf sich zurückkommen, macht das auch. Starker Zweikampf. Auch Ausstellung für unsere Nummer 6. Robert, war das für dich eine Ausstellung oder hat sich da Philipp Dolph einfach über den Spieler drüber gelehnt, wie was in meinen Augen war? Zuerst war der Spieler zu stark darauf gelehnt. Die Reaktion von Milo war ein bisschen übertragend. Also es leider die Überzahl wurde genutzt von dem Hannoveraner. Also wie wir das immer bekommen haben, die erste Aktion sollte bewertet werden. Leider heute wurde das mit dem zweiten bewertet. Das war leider Ausschlussfehler, aber das war der zweite Aktion. Das heißt, Milo hätte ja einfach ruhig bleiben sollen, mich einen Spieler wegschieben sollen und dann wäre das ein Stürmerfoul gewesen. Ein bisschen höher bleiben aber, und nicht so arg wegdrücken, der Spieler. Ja, dann wäre es ein Stürmerfoul. Ja, und jetzt Anschlusstreffer, Ausgleich 7:7, noch 56 Sekunden zu spielen im dritten Viertel. Ja, Jan, diesmal haben wir wirklich das spannende Spiel. Diesmal hat man die Tradition, meine Worte hier nicht geholfen, sage ich mal, hier mit Atorenführung ins letzte Viertel gehen können. Jetzt heißt es nochmal alles zusammenlegen. Damolgoi passt hier nicht auf. Und jetzt geht die Nummer 7. Aber Ivan Pistik hält den, jetzt zeige ich einfach mal. Die Nummer 7 macht das schön. Wartet lange, dass hier Ivan nicht auf seinem Bein stehen bleiben kann und lupft ihn dann ins rechte Eck. Und erneute Führung zum 8:7 und noch 30 Sekunden zu spielen hier. Ja, das ist ein ärgerlicher Fehler. Das ist letztendlich was eigentlich in diesem Niveau nicht passieren sollte. Natürlich sind hier Menschen im Wasser und da passieren Fehler. Aber natürlich kann das am Ende das Zünglein an der Waage sein, das vielleicht das Spiel entscheidet. Wir hoffen, dass der Fehler hier unbestraft bleibt. Jetzt endlich mal ein schönes Anspiel auf Timo van der Bosch von der Nummer 9, Danny Czernia, hat schön gesehen, dass sich Timo hier frei machen konnte und jetzt die Auszeit von Ludwigsburg. Sekunden auf der Uhr hier im dritten Viertel. Somit kam die Rausstellung zum richtigen Zeitpunkt und die Ludwigsburger können jetzt kurz vor Ende des dritten Viertels noch den Ausgleich erzielen. Müssen eigentlich, wenn ich das so sagen darf, weil letztendlich hier die einmalige Chance noch dran zu bleiben, weil wenn im nächsten Viertel dann das Anschwimmen an die Hannoveraner gehen sollte, können diese mit 9:7 davonziehen. Somit wichtiges Überzahlspiel hier in der Situation. Da ist ein kühler Kopf gefragt, wie Robby das vorher auch im
im Intro gesagt hat. Und wir hoffen mal, dass die Ludwigsburger das jetzt behalten. Sie spielen über Marvin Tran, dieser zu Nikos Posiniglis, noch 10 Sekunden, der zu Adrian Jakovcev. Er beruhigt das Spiel, Denny Czernia schießt und das wichtige 8:8 durch Denny Czernia. Ja, jetzt ist es wichtig, dass die Schützen wie Denny Czernia und Nikos Posiniglis hier ihr Repertoire zeigen können und das Spiel offen gestalten. Die Hannoveraner jetzt noch 6 Sekunden vor Ende des dritten Viertels im Angriff. Jetzt heißt es für die Ludwigsburger Press. Press bedeutet, kleb an deinem Mann und schau, dass er nicht abschließen kann. Die Hannoveraner nehmen den Schuss. 2 Sekunden sind noch auf der Uhr und die Ludwigsburger können nochmal den Ball bekommen. Sie suchen Dajolavic, der schießt und über das Tor und 8:8, das versprochene spannende Spiel hier im Stadion Bad Ludwigsburg. Ende des dritten Viertels, Spielstand 8:8. Auf ins letzte Viertel hier im Spitzenspiel zwischen SV Ludwigsburg und den White Sharks Hannover. Ja, ich hatte gehofft, lieber Tom, dass wenn du sagst, spannendes Spiel, dass es so wie immer läuft und Ludwigsburg hier die Gegner aus der Halle schießt. Leider hast du dieses Mal mit deiner Prognose recht gehabt, aber ich denke mal, dass das natürlich auch dem geschuldet ist, dass wir hier natürlich meiner Meinung nach die zwei stärksten Mannschaften hier in der Pro B im Wasser haben. Robby, du pfeifst ja selber DWL A und DWL B. Was denkst du, wer ist deiner Meinung nach Favorit auf den Aufstieg dieses Jahr in die Pro A? In der Gruppe A von unserer Gruppe B, das ist ganz klar, der White Sharks Hannover und der Ludwigsburger sind deutlich Favoriten. Aber der Playoff darf man nicht vergessen, dass der letzte zwei von der Gruppe A auch mitspielen. Also Duisburg 98 darf man nicht unterschätzen. Und da ganz eng die Kiste da unten, Neukölln und wer da noch unten ist, die sind auch immer wechselnd und gefährlich. Ja, Neukölln haben wir ja bereits vorletzte Woche, im Pokal geschlagen. Somit haben wir da schon mal einen ersten Grundstein gesetzt und eine Duftmarke. Jetzt die Ludwigsburger hier im Pech beim Angriff. Denny Czernia nimmt den Schuss, trifft hier nur den Pfosten, aber die Ludwigsburger verteidigen gut, sind wieder in der 6-6 Verteidigungssituation und Timo van der Bosch mit seiner ganzen Erfahrung versucht hier den Spieler den Ball abzuluxen, misslingt und dennoch das Center-Anspiel auf die Nummer 4, trotzdem Ball geht über die Latte und Ludwigsburg im Angriff. Jetzt wird Adrian Jakovcev gefoult, sieht Denny Czernia ist frei, jetzt könnte er vielleicht mal versuchen, den Sender anzuspielen. Nein, sie spielen zurück auf Marvin Tran. Ja, jetzt wieder ein bisschen zu wenig Bewegung. Nikos Posiniglis auf Adrian Jakovcev. Adrian Jakovcev aus Posiniglis, der geht aufs Tor, schießt und bringt die Ludwigsburger erneut mit 9:8 in Führung. Sehr wichtig, erneut hier der Führungstreffer für Ludwigsburg. Ich glaube, der dritte Treffer heute schon für Nikos, richtig?
Ja, der vierte. Ich glaube, der vierte Treffer. Und du hast es schön gesagt, Jan, hier Spitze spielt Erster gegen Zweiten und hier trifft die beste Offensive, trifft ja auf die beste Verteidigung. Ludwigsburg hat von den ganzen Mannschaften die meisten Tore erzielt und Waldschaksanova hat die wenigsten Tore bekommen in der Liga. Und hier 9-8, die nehmen sich ja nichts, die beiden Mannschaften. Und Ludwigsburg jetzt wieder in der Abwehr. Philipp Dolph wird hier angegangen von Damagoj. Spielt auf die Nummer 5. Adrian Kotschuk geht raus. Ball kommt in den Center. Der Pfosten rettet hier uns wieder. Und Marvin Dran, pass auf, holt sich den Ball. Wird hier gefoult. Jetzt muss der Ball auf die linke Seite, auf Danny. Dieser hat Platz und kann schwimmen. Schwimmt weiter. Spielt auf Damagoj. Rechte Seite kommt Marvin Dran zur Überzahl. Ball auf Adrian Kotschuk. Komm, geh, Junge. Ja, da unterbricht er seine eigene Bewegung. Da muss er einfach die Bewegung weitergehen. Und dann kriegt er das Tor oder die Rausspielung. Aber er hat den Ball auf der Hand und guckt dann den Schiedsrichter an. Und hier kommt der Lupfer von Vincent Winkler zum 9-9. Ja, wenn Adrian Kotschuk vorne einfach weitermacht, gibt es das Tor hinten auch nicht. Das muss er spielen. Einfach weitergehen. Es wird erst aufgehört, wenn der Schiri pfeift oder das Ding dort drin ist. Ja, Robby, du hast jetzt die Situation verfolgt. Was war jetzt hier der Punkt, warum die Hannoveraner hier den Ausgleichstreffer erzielen können? Ja, leider Adrian Jakovcev, wie das Tom auch gesagt hat, hat die Bewegung nicht weitergeleitet und einfach gewartet auf die Entscheidung. Wir sind auch Schiedsrichter so eingeleitet, dass Geschenke geben wir nicht. Also wenn die Aktion weitergeführt wäre, dann kommt der Ausschluss oder kann selber Aktion Tor schießen. Und davon kommt der Rekontra, weil und das Tor, weil was die Hannoveraner immer sehr stark sind, das bei dem Kontra. Ja, eine wichtige Situation hier. Danny Czernia auf der linken Seite komplett frei und versucht hier eine Art Heber, aber macht den Ball hier nicht. Ja, und jetzt auch die Hannoveraner mit etwas Verwirrung. Der Spieler mit der Nummer 11 sieht nicht, dass der Ball hinter ihm ist und dennoch reagiert er schneller als Domagoj Mijatovic und kann sich den Ball holen. So, jetzt die Ludwigsburger hier mit dem, die Hannoveraner mit dem Center-Anspiel, aber ein Stürmerfoul. Der Schiedsrichter pfeift eine Rausstellung für den Spieler mit der Nummer 7, der hier ein Foul in der Rückwärtsbewegung begeht. Somit die Chance für die Ludwigsburger in Überzahl, das 10-9 zu erzielen. Sie bauen jetzt den Angriff über Adrian Jakovcev, über Marvin Tran, Danny Czernia. Zurück zu Marvin Tran, Marvin Tran zu Danny Czernia. Der geht in die 2 Meter, spielt auf Adrian Jakovcev, der zu Marvin Tran. Und da ist er wieder. Genau diese Situationen habe ich gemeint. In den wichtigen Minuten ist ein Marvin Tran da und verwandelt die Überzahl souverän in die linke Ecke zum 10-9. Schön gemacht, Jungs. Ja, Marvin Dran, spielerfahren, spielt schon seit Kindheit wie seine Brüder alle Wasserball. Und hier bleibt er cool und haut das Ding einfach mal rein. 10-9 für Ludwigsburg, wie es der Jan gesagt hat. Und noch 5 Minuten zu spielen. White Sharks jetzt im Angriff. Danny Genia verlässt das Wasser und Nikos. Und jetzt neu im Spiel wieder. Dario Labovic in der Senderverteidigung und Damagoj auf der linken Seite mit Mido Alecic zusammen. Adrian, bekommt ihr 2 dritte ins Gesicht, aber der Schiri sagt weiterspielen. Philipp Dolph spielt den Ball auf die rechte Seite, auf die Nummer 9. Dieser zurück auf Philipp Dolph. Milo verteidigt hier schön. Jetzt müssen sie aufpassen, jetzt kommt der Ball gleich in den Center. Einer muss zurück, Jungs. Einer muss Dario Labovic helfen. Adrian Jakovcic macht hier direkt das Foul, Arme hoch. Ja, das war ein Schuss wie aus dem Lehrbuch, aber zählt nicht. Hat zu lange gewartet, aber da haben wir mal gesehen. Der ist weiter nach vorne gegangen. Genau, danke Robby. Vielleicht kann hier Robert ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Also bei den letzten Situationen war es so. Die Freiwurfstelle war deutlich hinten und der Schiedsrichter hat auch deutlich angezeigt, dass der Freiwurf von vorne nicht angeführt werden darf. Da kommt erstmal nächstes Jahr die Regeländerung und dann geht es auch vielleicht mit dem anderen Sachen und zuschauerfreundlicher und schneller Spiel.
kurze Spielunterbrechung, zwei Bälle im Wasser und gelbe Karte für den Trainer, weil er den Ball reingeschmissen hat. Das machen manche Trainer auch mit Absicht, um das Spiel mal kurz zu beruhigen. Das ist wie eine kleine Auszeit und somit gelbe Karte für Milan Zagat. Und es geht weiter mit einem ganz normalen Angriff für Vajčak Sanova. Ja, Domagoj Mijatović meiner Meinung nach heute nicht mit genug Glück. Er nimmt den Schuss leider über den Kasten des Keepers von Hannover. Wenn er den Treffer hier macht, dann haben die Ludwigsburger hier wieder eine komfortablere 2-Tore-Führung. Und jetzt aber ein Schuss geht vom Pfosten zurück zum Spieler der Hannoveraner. Der Schiedsrichter hat keine gelbe Karte. Somit gelbe Karte gegen Robert Bleicher, beschwert sich hier beim Schiedsrichter. Jetzt wird es ein bisschen rauer im Ton. Natürlich bei diesem Spielstand 10:9 im letzten Viertel durchaus verständlich. Die Hannoveraner versuchen jetzt hier mit schönen Wechseln die Ludwigsburger in die Bredouille zu bringen. Und dies gelingt nicht. Die Hannoveraner hier wieder auf 8 Meter. Wieder der Schuss von der Nummer 7. Er hat eine sehr, sehr schöne Schusstechnik. Und dieses Mal passt Ivan Pisk auf und Herausstellung mit für den Spieler mit der Nummer 6, Auszeit von Ludwigsburg. Haben hier den Spieler mit der Nummer 6 des Feldes verwiesen. Das war sein dritter persönlicher Fehler. Das heißt, 3 Fouls und du bist raus. Dementsprechend die Hannoveraner hier etwas geschwächt, weil die Nummer 6 natürlich auch kein schlechter Spieler ist. Aber die Ludwigsburger haben jetzt hier den entscheidenden Vorteil, dass sie circa 3,5 Minuten vor Ende des Spiels sich hier mit 2 Toren absetzen können. Wenn sie dies schaffen, dann müssen sie hinten sauber verteidigen und können versuchen, das Spiel hier mit kühlem Kopf, wie es Robby am Anfang des Spiels gesagt hat, nach Hause bringen. Jetzt über die rechte Seite zu Adrian Jakovcev, zu Milo Aleksic. Der schießt! Der Spielertrainer Milo Aleksic im entscheidenden Überzahlspiel nimmt sich ein Herz, wie Lars Blankenhorn, unser Kommentator, sagen würde, schießt und erzielt das 11:9 und die 2-Tore-Führung, die ich Ihnen bereits angekündigt habe. Und hier im Spiel, in meinen Augen, jetzt schon klar, Spieler des Tages ist unser Goalkeeper mit der Nummer 1. Der hält uns hier mit im Rennen eine Parade nach dem anderen. Und somit können wir hier 11:9 in Führung gehen. Noch 3 Minuten zu spielen. Vajčak Sanova kommt über die rechte Seite mit der Nummer 2. Die Nummer 10 startet durch, geht in den Center mit Timo van der Bosch. Hat sich nochmal anders überlegt und schwimmt raus. Erneut kein Center, wechselt auf unseren Center-Verteidiger Nikos und Rausstellung für die Nummer 11. Damagoj und Überzahl für Vajčak Sanova. Sie lassen den Ball laufen auf die rechte Seite. Dieser spielt zurück auf die Nummer 7. Erneut auf die Nummer 9. Dieser lässt den Ball fallen und geht aufs Tor und trifft in die lange Ecke. Neuer Spielstand. 11:10, noch ein Torführung für Ludwigsburg. Das war jetzt ein bisschen zu einfach, da ist Marvin Tran nicht auf seinen Mann gegangen und hinten war der Arm nicht oben, somit keine Chance für Ivan Pisk und der wichtige Anschlusstreffer für die White Sharks Hannover. Ludwigsburg 2 Minuten 30 jetzt wieder im Angriff über Danny Czernia auf Nikos Posiniklis, der zurück zu Dario Lavavic. Der versucht hier das Einstarten, damit Timo van der Bosch angespielt werden kann, aber leider reagiert Hannover gut. Sie lassen den Ball schön laufen, zurück zu Posiniklis und über den Kopf zum 12:10. Erneut die 2-Tore-Führung, ganz, ganz wichtig. Ja, ich habe es angedeutet, Nikos Posiniklis kann hier zum entscheidenden Spieler werden. Ich finde, er hat in den letzten Wochen eine sehr, sehr gute Entwicklung hingelegt. Oder was denkst du, Robert?
Ja, das zeigt auch wieder seine Qualität. Der hat wieder die Ruhe beherrscht und wartet auf dem Lücke. Dario Labavic hat schön durchgezogen, ein Mann von dem Doppelcenter Doppeldeckung weggenommen und da kam auf seine Stelle Nico rein und die Lücke gefunden und getroffen. Sehr schöne Aktion. Ja, der Verteidiger von Nikos hilft noch ein bisschen nach mit dem Block und der Ball springt an den Torwart über den Kopf, durch die Arme durch. Und somit 11:10 und White Sharks über Vincent Winkler leise in Angriff ein, findet die Nummer 2. Doch Nikos und Damagoj passen ja auch, springen nach hinten. Somit White Sharks wieder bei Vincent Winkler. Dieser zieht auf, findet die Nummer 9. Aber hier alle passen auf, alle springen nach hinten und jetzt erneuter Angriff und Rausstellung. Und wir sagen, die Nummer 9 verlässt das Wasser und Überzahl für Ludwigsburg. Auf geht's. Das Ding reinmachen und dann die 3-Punkte-Führung hier mit weiternehmen. Ja, ich denke, wenn sie den dritten Führungstreffer hier erzielen, dann sollte es gelaufen sein. Es sind lediglich noch 1:30 auf der Uhr. Aber wenn das Wörtchen, wenn nicht wäre, das heißt, sie müssen jetzt hier schauen, dass sie die Überzahl erfolgreich abschließen. Prosiniklis schießt, nimmt erneut den Schuss und bringt Ludwigsburg mit 13:10 in Führung. Tom, war's das? Also der Sieg ist sicher, aber ich glaube jetzt sind die White Sharks Hannovers gebrochen, die weißen Haie, die sind gebrochene und jetzt geht's hier weiter. Also in meinen Augen ist jetzt White Sharks, wie gesagt, gebrochene und Ludwigsburg setzt hier noch 2-3 Tore drauf und geht hier deutlich noch in Führung zum Schluss, sage ich mal. Der Stadionsprecher sagt es gerade durch, Nikos souveräne 5. Treffer in diesem Spiel und somit 13:10 und White Sharks über Vincent Winkler findet die Nummer 5. Tim verteidigt hier schön. Die Zeit läuft runter von der Shotglock noch. 10 Sekunden, Center wird angespielt. Nikos bekommt hier die Rausstellung und Mila Zagat nimmt für die White Sharks Hannover bei einer Minute noch die Auszeit. Trotz der Rausstellung von Nikos Posiniklis würde ich heute ihn als Spieler des Spiels vorschlagen. Er hat in den wichtigen Situationen richtig reagiert und hier die Mannschaft hier im richtigen Moment in Führung gebracht. Oder was sagst du, Robert? Also an meiner Stelle sind zwei Kandidaten für Spieler des Tages. Ivan hat den ganzen Spiel sehr super gehalten. Und an den wichtigen Momenten kamen von der Treffer wichtige, sehr wichtige Treffer von Nikos. Also die beiden, ich möchte nicht an den Schiedsrichterstelle sein, entscheidet, wer der Spieler des Tages heute ist. Die zwei, ich hätte beide gegeben. Deswegen gibt es in der DWL einen Spielerbeobachter, der sich sowohl die Leistung der Schiedsrichter als auch das Spiel anschaut und hier am Ende den Spieler des Tages kürt. Jetzt die Hannoveraner wieder eine Minute vor Ende des Spiels in Überzahl. Vincent Winkler startet ein und die Hannoveraner versuchen hier auf der rechten Seite den Spieler freizukriegen. Er nimmt sich den Schuss und Ivan Pisk war noch am Ball. Und kann den Ball entscheidend an den Pfosten lenken. Das war's. 3 Tore Führung, 30 Sekunden vor Schluss. Letzter Angriff für Ludwigsburg. Wir können an dieser Stelle hier schon den Ludwigsburgern zum Sieg gratulieren. Sie haben sich für die Niederlage in Hannover revanchiert. Und nicht nur mit einem Führungstreffer, sondern vermeintlich mit 3 oder 2 Führungstreffern. Somit können die Ludwigsburger, wenn die Schlusssirene ertönt, den Tabellenersten Platz übernehmen. Und wir freuen uns, dass wir hier ein von Tom angekündigtes, spannendes und am Ende auch erfolgreiches Spiel sehen konnten. Und die Ludwigsburger holen den Ball, gewinnen das Spiel mit 13:10. Und wir gratulieren zur Tabellenführung und zum Heimsieg. Gut gemacht, Jungs. Wir sehen uns gleich unten mit den Interviews und freuen uns, wenn Sie bei uns bleiben. Ich hoffe, Sie haben das Spiel genauso genossen wie wir. Und bis gleich.